Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Fertiggestellt MMO Support. Wie bin ich eigentlich nochmal zur Seite gekommen? Ah so, ja, unser Forschungs- und Entwicklungslabor generiert fleißig weiter Punkte, während wir hier rumsitzen und nichts tun. Ein kleines Problemchen ist das Spiel. Wir haben jetzt das Jahr 34, Monat 7, Woche 4 und das Spiel endet so regulär im Jahr 35. Man kann auch sagen, ab da passiert eigentlich von der Welt her nichts Interessanteres mehr. Es kommen keine neuen Forschungen, keine neuen Konsolen etc. pp. Es kann sein, dass ich ein bisschen über das Jahr hinausgehe, weil ich euch gerne noch diese Konsolensache zeigen würde. Man kann ja eigene Konsolen entwickeln und eigene Spielmessen organisieren. Das könnten wir zum Beispiel jetzt machen. Wir könnten hier hingehen und sagen, startet mal eine eigene Spielmesse und nach 500 Projektpunkten wird das dann auch gemacht. Wir forschen aber mal in Hardware, denn ich will euch den Konsolenpart noch zeigen. Unsere Arbeiter können wir was forschen? Nein, wir haben echt viel zu wenig Forschungspunkte. Also, es ist fast schon ein bisschen schade, dass das Spiel so früh endet, aber es macht auch keinen Sinn weiterzuspielen. Man könnte halt höchstens besser spielen und schneller vorankommen. Apropos schneller vorankommen, entwickeln wir ein letztes Spiel, ein letztes großes Spiel. Machen wir doch ein MMO draus, warum nicht? MMOs müssen AAA-Titel sein oder Großspiele, wie sie hier genannt werden. Und wir nennen dieses MMO... Was wäre denn so ein richtig behindertes MMO? Sperrmüll Simulator World. Das Thema ist natürlich Evolution irgendwie. Nein, das Thema bei Sperrmüll ist ja häufig etwas zwischen Vokabular, Piraten und Zombies. Nein, zurück. Kampfsport MMO, ich weiß nicht. Machen wir es langweilig und machen Fantasy. Wilder Westen passt sowas von Sperrmüll. Nein. Wir machen Fantasy. Fantasy! Und zwar Rollenspiel als MMO ist eine großartige Kombination für die Mbox Next, das PlayStation 5 und den PC. PC. Wir nehmen die Real Engine. Engine unterstützt keine MMOs, was? Man kann keine MMOs mit Engine machen? Ach so! Och nee, wir haben gar nicht genug Forschungspunkte. Oder? Wir müssten halt... Ja, wir müssten... MMO... Ah, nee. Wir können eine Engine machen, die es unterstützt. Wir nennen sie... so wie unsere alte Engine. Nur mit World dahinter. Weil das so der beschissenste Beiname ist, den man einem MMO mittlerweile geben kann, finde ich. So, ihr entwickelt schön diese MMO-Engine, während wir hier weiter an der Hardware forschen. Ja, wir kommen, wie gesagt, übers Jahr 35 hinaus. Aber es ist auch nicht so schlimm. So, Cloud-Spielstände, das ist ein bisschen so wie in Civ, wenn du dann irgendwie im Jahr 2800 bist und halt nichts mehr auf der Welt passiert. Es gibt ja diesen einen Typen, der eine Civilization 2 oder 3 Partie, glaube ich, seit 10 Jahren spielt. Und die ganze Welt ist zerstört. Weltkrieg wird seit 10 Jahren geführt. Das ist eine extrem coole News gewesen. Auf der Mbox One haben wir 83 Millionen Dollar eingenommen. Wir sind recht schade darüber, dass sie weg ist. Aber so ist das nun mal. Alles, womit man Geld verdienen kann, ist irgendwann weg. Sogar die Menschen. Alles klar, es dauert hier noch ein bisschen. Ihr entwickelt fleißig an der Hardware. So sieht das nämlich dann aus. Sie steht die ganze Zeit nur da und zeichnet einen Kreis. Und dafür werden diese Leute bezahlt. Noch schlimmer, wir bezahlen sie dafür. Ah, unsere Forschungen sind abgeschlossen. Es liegt sicherlich eine große Gelegenheit für uns, wenn wir unser eigenes Hardware-Labor und die nötigen Technologie-Spezialisten haben, die dort arbeiten, könnten wir sogar unsere eigene Spielekonsole herstellen. Es wird sicher nicht billig und wird uns wahrscheinlich ein paar Jahre Entwicklungszeit kosten. Ja, tu es!
Wir eröffnen ein eigenes Hardware-Labor. Die Sache mit dem Hardware-Labor... Warte mal, ich muss... Ja, hier werden wir unsere eigene Konsole herstellen. Bevor du beginnst, solltest du viel Geld auf dem Konto haben. Eine Konsole zu entwickeln ist nicht billig. Okay. Wir haben, denke ich, genug Geld auf dem Konto. Wobei es könnte natürlich sein, dass wir dabei pleite gehen. Aber es ist egal, es ist nach dem Spiel praktisch. Ich mache das hier nur noch als Zusatz sozusagen. Wir können aus einer ganzen Reihe vorgefertigter Designs wählen. Das hier natürlich sehr inspiriert von der... Nee, das ist gar nicht so inspiriert von der PlayStation. Das erinnert mich eher an die erste Xbox. Und das hier erinnert mich am ehesten an die jetzige Xbox. Nein, an die Xbox 360. Ist ja nicht mehr die jetzige. Unsere Konsole muss natürlich orange sein. Realistisch gesehen würde sich dieses Gerät niemals jemand ins Wohnzimmer stellen wollen. Und unsere Konsole nennen wir... Boah, ich hätte gerne eine Anspielung auf Dreamcast, aber da fällt mir, glaube ich, kein cooler... Ich mach's. Dreamspast. So, dass die Dreamspast ihre Entwicklung kostet 11 Millionen und das Budget der Qualitätssicherung, das entscheidet halt gewisserweise darüber, wie gut diese Konsole wird. Wobei nein, das Budget der Qualitätssicherung entscheidet darüber, wie oft wir Geräte zurücknehmen müssen. Also es ist eine langfristige Investition. Nur da wir nicht mehr so lange spielen, das dachte sich Microsoft bestimmt auch bei der Xbox 360, machen wir da mal das Geringste. So, die soll natürlich cool sein. Boah. Das ist echt teuer. Eigentlich, also wenn ich das jetzt weiterspielen wollte, würde ich sagen, nee, das können wir uns noch nicht leisten. Na, das können wir uns nicht leisten. Boah, das ist jetzt doof. Ja, auf jeden Fall, hier könnten wir unsere eigene Konsole entwickeln. Ich glaube, wir müssen erstmal wieder ein erfolgreiches Spiel rausbringen, bevor wir diese Konsole entwickeln können. Und ich denke, die Zeit kann ich mir auch noch nehmen, denn im Moment haben wir einfach zu wenig Geld dafür. Wir schicken alle in den Urlaub, geben weiterhin sinnlos Geld hier aus, aber man kann hier gar nichts mehr erforschen. Also senken wir das Geld mal auf das Minimum. Forschungspunkte brauchen wir auch nicht wirklich, wir kommen mit der Forschung halt nicht mehr hinterher. Ja, das wäre alles nur noch Geldverschwendung sozusagen. Ja, aber wenn wir das jetzt forschen, müssen wir noch eine Engine rausbringen. Sonst bringen uns diese Features nichts. Komisch, es ist das Jahr 35 und es kam gar nichts von wegen, hey, das Spiel ist zu Ende. Also es könnte natürlich sein, dass die Spielzeit erhöht haben in der Zwischenzeit. Ist ja ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. In dem Fall wäre es vielleicht ganz cool, denn das würde bedeuten, wir können vielleicht doch noch... Was erforschen wir? Das da oben, oder? Ja. Das würde bedeuten, wir können vielleicht doch noch ein MMO und eine Konsole rausbringen. Das wäre ziemlich cool. Rechtsabteilung. Wir haben gerade einen Brief von einer Firma namens All Your IP Belongs to Us erhalten. Und sie schreiben, dass unsere Spielengine Real World eines ihrer Patente verletzen würde. Oh nein. Großzügigerweise bietet sie uns eine Lizenz für ihr Patent von 11 Millionen an und bietet uns einen 50%igen Rabatt an, wenn wir zahlen und dies nicht vor Gericht anfechten. Wir können diesen Betrag bezahlen und hoffen, dass sie uns nicht weiter belästigen, oder wir können es ablehnen und versuchen, die Sache vor Gericht zu klären. Alternativ können wir unsere Fans mobilisieren und sie ordentlich bekämpfen. Wie wollen wir vorgehen? Also das mit den Fans hat die höchste Erfolgschance. Machen wir das doch. Wenn wir schon so viele Fans haben. Ich glaube, die Erfolgschance steigt halt tatsächlich mit der Anzahl an Fans, die du hast. Und wir haben 721.000 Leute, die jetzt stinksauer sind. Obwohl sie keine Ahnung haben, wer recht hat. So ist das ja meistens.
Und wir müssen noch eine Engine machen, leider. Das sind wieder 5 Millionen. Das wird die Real Engine World. Wir müssen diese Engine halt machen, weil ich denke, sonst wird das MMO nicht gut und wir werden nicht viel Geld damit verdienen. Ja, wir haben sie nicht nur gezwungen, ihre Ansprüche zurückzunehmen, wir haben auch 13.920 Fans und die Bewunderung der Öffentlichkeit gewonnen, weil wir praktisch unseren großen Bruder genommen haben. Mein großer Bruder schlägt dich kaputt. Ich bezweifle, dass wir jemals wieder etwas von diesen Patenttrollen hören werden. Das ist doch erfreulich. Der Markt hat sich stabilisiert. Ich frage mich, wie viele Jahre sie hinzugefügt haben. 5? 10? Einladungen. Oh, ja. Das Spiel endet Ende diesen Jahres. Preisverleihungszeremonie. Am Ende des Jahres. Dann werden wir mal sehen, was wir so für Preise eingestrichen haben und ich weiß nicht, aber ich glaube, man kann danach weiterspielen. Unser eigenes Spielmesse wird in 4 Wochen statt... Was? Warum? Ups. Das habe ich eigentlich nicht so gewollt. Naja. In 4 Wochen wird unsere erste eigene Spielmesse stattfinden und wir haben nichts zu präsentieren. Und vor allem in 6 Monaten endet diese Welt, dieses Spiel. Boah, nee, wir zeigen den ganzen Fans jetzt dieses Schrottspiel. Franz, Final Revelations of Doom 3D. Wobei, das war doch, glaube ich, ganz cool. Wir hatten 1 Million Besucher. Und waren wahrscheinlich wieder Platz 1. So, wieso haben eigentlich alle Arbeiter in der unteren Reihe keinen Kaffee, aber die in der oberen Reihe schon? Die Spielengine ist fertig. Wir entwickeln unser allerletztes Spiel. Es wird ein MMO mit dem Genre Rollenspiel und dem Thema Fantasy. Und es war, was war es nochmal? Sperrmüll Simulator World. Großspiel für alle, denn jeder kennt das Problem. Die M-Box, die Playsystem und den PC und wir nehmen, die obere, wie sie halt gleich heißen. So, Entwicklung starten. Ist teuer, aber nicht so teuer wie eine Konsole offenbar. Wir müssen unsere Mitarbeiter verteilen. Grundlegende Physik. Wieso war das vorher draußen? So, Mitarbeiter verteilen. Am Gameplay war primär eine Designsache, aber auch mit Technik. Das heißt, da würden wir zum Beispiel Ricky Rattle hinmachen. Oder Marco. Marco passt da am besten. Engine ist eine Ricky Rattle. Technische Sache und Story Quest ist eine Designsache. Bei einem Fantasy-Rollenspiel spielt die Engine nicht so viel eine Rolle. Dafür aber Story und Quests war das Wichtigste, glaube ich. Gameplay ist so das Zweitwichtigste. Story Quests. Wir haben den Sperrmüll-Simulator. Wie willst du denn eine herzzerreißende Geschichte? Na, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, Leute, oder? Wir machen selbst über Sperrmüll eine herzzerreißende Geschichte. Wir geben euch mal ein bisschen Budget. Und sagen euch, ihr sollt unsere nächste Messe starten. Die Messi-Messe nennen wir sie. Ich bin Curtin Gillen von Gamers. Ich habe gehört, dass Tails Gaming gerade an einem neuen Spiel arbeitet. Wären Sie bereit, uns über Ihr aktuelles Spielprojekt zu informieren und uns ein Interview zu geben? Ja. Wichtiger Story-Quest. Die Frage habe ich eben schon geklärt. Man wird relativ häufig gefragt. Anscheinend sehen das andere Fachleute genauso. Ja. Yep. Wir haben jetzt keinen so großen Hype, aber den können wir auch erst gleich schüren. Ich befürchte fast, es ist sinnvoller, mehr Budget in die Spielmesse zu stecken, damit das schnell genug passiert. Paul Reed ist fürs Level Design. Eher Brenda Rathbate. Dialoge waren das Wichtigste, da brauchen wir einen richtig guten Designer. Ach, wir haben eigentlich nur Richard Chariot
der eine Anspielung auf Richard Garriott ist. Paul Reed ist auch noch in Ordnung. Künstliche Intelligenz spielte gar keine Rolle. Ja. Ups. Genau, wir brauchen noch einen Techniker. Habe ich ganz vergessen. Techniker ist informiert, wir können weiter. Was ich ganz vergessen habe, ist auf die Boost-Knöpfe zu drücken. Damit das Spiel möglichst gut wird. Und so langsam, zumindest in Spielentwicklungsstufe 3, so heißt sie offiziell, sollten wir dann auch mal Kosten ins Marketing stecken. Money in the Marketing. Grafik, Surround Sound. Grafik war, glaube ich, sowohl, als wäre jetzt hier was für Brenda. Das Spielweltdesign war aber das Wichtigere. Und das Spielweltdesign ist auch wieder was rein Künstlerisches. Ja, wir müssen offensichtlich unsere Leute überarbeiten. Boah. Das ist, glaube ich, nicht gut, wenn wir das so machen. Dann nehmen wir Ricky Rattle für die Grafik. Und Brenda Rathbate hierfür. Ja, auch nicht gut. Ach. Ich könnte natürlich mich nehmen. Auch nicht gut. Wir haben eigentlich zu wenig spezialisierte Leute. Das hier wäre möglich. Und dann nehme ich Ricky Rattle dafür. Okay. Dann brauchen wir noch einen Design-Typen für den Sound. Aber der ist sehr unwichtig. Also könnte Brenda das... Ja. Ihr Soundwert ist jetzt aber nicht so hoch. Kannst du das noch machen? Dann bist du bei 106, das geht. Vor allem können wir den noch runterdrehen.